Sind das jetzt hier irgendwelche geheimen Sachen von Micha, die gar nicht gezeigt werden dürfen? Mhm. Wirklich? Ja. Ich dachte, ja, deswegen Dreck und Staub abgedeckt. Nee, nee. Wirklich? Geil. Nee, nee, also ist es wegen Dreck und Staub. Ja. In erster Linie mal deshalb. Ja, ja. Das Blöde ist, dass ich selber Schrauber bin. Ich weiß auch ein bisschen, wie es läuft. Dass das nicht nur Tarnung ist. Doch, doch. Ständig, ich mache immer viele Seriensachen in den Fahrzeugen. Salbenstoßstangen. Ja. Die knallst du so stückweise raus, oder ja, was? Ja. Und Anhängerkupplung, so ein Kram. Kardanwellen. Ja. Alles, was so an Fahrzeugen kaputt ist. Aber schon alles händisch, oder? Nichts mit CNC-Fräsen und... Alles zu Fuß, alles konventionell. Geil. Stark. Und Maschinenbau, Meisterzeit, irgendwie hast du nie was anderes gemacht, oder? 97 habe ich meinen Meister gemacht. Das ist schon ein paar Tage her, ne? 97. 25 Jahre. Wie rechnest du denn? Wie rechnest du denn? Ich hätte 15 gedacht, aber ja. Ich habe eine spezielle Abdichtung hier für so eine, ja, Welle. Das Teil gibt so nicht, dass du. Das habe ich konstruiert. Aus dem Kopf raus und gebaut, ja. Okay, was ist das für so eine Pumpe, oder? Die Ölpumpe. Ach so, die so reingeschoben wird, das ist ja vorne beim Stirnseitigen Motor. Das gibt es eigentlich nicht. Ne? Das ist auch an der Ölpumpe nicht so gedacht. Okay. Das ist eine Messapplikatur, die da drauf kommt. Ah! So, okay. Um den Drehmoment zu messen. Da wird ein Sensor aufgesteckt, okay, und dann wird das. Ach, geht's da um Differenz oder was? Ja, ja. Five-Head! Ja. So, geil! Und wieso brauchst du da so ein Differenzdrehmoment oder wieso ist das angedacht? Weil die kaputt geht. So. Ah, und weil das sofort Alarm ist, wenn Ölpumpe auf Deutsch die Welle gebrochen ist, oder? Ja. Ja, na mega. Ey, richtig geil. Ja, das ist so Dinge, siehst du halt nicht leicht irgendwo im Fernsehen oder YouTube oder so. Aber wahrscheinlich ist auch das Interesse da nicht so groß, so detailreich, so Maschinenbau-Dings. Weil das ist für mich einfach Traum, sowas zu sehen. Ja, Klotzke, vielen Dank, dass wir da mal reinduschen dürfen. Ist halt hier jetzt nicht aufgeräumt. Normalerweise ist dieser Tisch immer leer. Sag ich auch immer, ja. Nee, das kann ich bestätigen. Wirklich? Dass der Tisch eigentlich immer der sauberste und leerste im ganzen Unternehmen ist. So, aber jetzt ist es dann immer mehr geworden, ne? Es ist eigentlich alles ein Projekt noch. Nee, ja. Der Amboss steht noch aus einem anderen Projekt da drauf. Mhm. Guten Tag. Guten Tag. Was ist hier noch nicht fertig? Das hier. Das ist doch fertig. So, einen muss ich haben. Ich muss anfangen zu löten. Ja dann. Ist Stecker da? Ist Stecker gekommen? Nee. Kabel. Micha kann mir sicher sagen, wie das gemessen wird da drin, oder? Ist das so ein Hallgeber-Teil? Nee, das ist ein Inkrementalsensor. Noch nie was davon gehört. So optisch mit so kleinen Scheibchen, hat kein Gitter. Und damit kann man die Verdrehung auf so einer Welle messen. Alter. Ja. Geil. Ja, furchtbar. Steuergerät dazwischen, oder? Kein Steuergerät. Was bist du vom Beruf? Ein Oszilloskop natürlich. Mechaniker so aus den 2000ern. Nur noch Steuergeräte und nichts mehr. Kannst du nicht mit so einem Oszilloskop umgehen? Nee, nicht mal gelernt. Da sind wir doch gar nicht schuld, weil das lernst du nicht mehr. In Schuld? Unserer ich weiß, was ich gelernt habe. Was? Gar nichts. So. Deshalb also ist die Schuldfrage immer schon geklärt. Ja, so. Also. Wenn das Ding sich hier verdreht, hast du natürlich einfach Verdrehung auf der Welle und dann haben wir uns hier so eine Prüfapparatur gebaut. Hier kannst du das nachmachen, wie viel Drehmoment du brauchst für die Welle, wie weit zu verbiegen. So, Wahnsinn. So, dann kannst du sehen, dass du diese 20er Welle bei... Was wird das jetzt hier sein? 50 Kilo? 50 Kilo? Sind das nicht 50 Kilo hier? Dann sind das 20 nicht Meter Kilo. Waren die Füße schon in der Luft? Nee, da waren noch nicht in der Luft. Wenn die Füße in der Luft sind, ist das natürlich mehr. So, aber dann kannst du hier sehen, wie viel das ist, kannst das messen, dann kannst du das gegenrechnen. Ist ja jetzt nicht so schwierig, ne? Ja, das ist aber sehr geil. Was? Richtig geil. Ja, die Überlegungen und so, dass man das irgendwie gebacken kriegen muss, wenn die Wellen da abreißen, ne? Ja. Richtig geil. Hier ist halt Schrumpf fortgeschritten, oder? Ja. Das Schlimme ist, hier ist Schrumpf fortgeschritten. Einmal. Ja. Und dann kommt das weg. Wieder oben in den Container. So, wir werden jetzt mal runter in die andere Werkstatt gehen. Genau, lass die Jungs mal hier ihr Top Secret Topaz-Ding durchführen. Danke, gell? Kein Ding. Vielen Dank. Geh
Geht das mit deinem komischen Ding da? Und wo ja, das nur hier nicht, hier ist zu viel Eisen, ja. Beton. Ja. Und wo geht das? Überall auf der Welt? Überall. Überall auf der über, Welt? Überall. Ja, Ozean, überall. Na, mein Freund, alles gut? Ja. Gleich Mittagspause, oder? Bis jetzt alles gut. Schön. So, jetzt schauen wir, dass wir den Stream wieder irgendwie live kriegen. Hey ja. Alex, Bogdan, ich hab Kuchen mit dem Moped. Können wir den noch abladen? Nehmt ihr das mit? Ja, gleich. Ja? Weil jetzt Bogdan muss Kommentare machen. Ja, weiß ich nicht, was. Jetzt das Kumpel babbeln und dann ist meine Idee ist weg, weißt du? Das ist scheiße. Welche Kuchen hast du? Drei verschiedene. Aha. Bogdan, alles fressen. Wirklich? Ich oder? Alles fressen, egal. Ja. Ist sogar aber Mechaniker. Nur keine Scheiße, aber Rest scheiße. Ja, Rest, ja. Ihr sag ich, ich habe ja. Billige von Lidl geholt. Passt, oder? Von Aldi. Ja, passt, oder? Normal bei uns in Österreich ist so, wenn du zur Werkstatt oder so kommst, musst du immer Kuchen mitnehmen. Ist ja, so. Aber hier ist das Problem, weißt du? Kuchen kommen im Büro und vergessen. Und weg, oder? Und weg. Ja, darum habe ich ja bei mir Mofa Kuchen wir, für euch. Ich und Marek sowieso nicht essen. Wirklich? Kuchen, weil. Immer kommen zu spät. Aber du bist sportlich ist kein, jetzt, ist ja? Keine da. Ja, ich bin jetzt viel trainieren, ja. 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 Pumpak, oder was? Okay. Pumpen. Bogdan, ich bin Hunger. Mangiare, capito? Mangiare. Ja, geh mal essen. Hier, Bogdan, der streamt das auf Twitch. Weißt du, was Twitch ist? Nein, das ist meine neue Wort. Twitch? Wie heißt das? Twitch? Was ist wie heißt Twitch? Das? Twitch. Twitch? Twitch, ja. Ja, ich habe keine Ahnung, echt. Das ist komplett live. Also ah, komplett? Ja, ja. Ah, jetzt Leute, kapiert. Schreiben da rein, alles fressen. Ah, guck mal, jetzt ich habe gute bestimmt, wie heißt? Antworte nein. Ja, sicher. Wie viele Kilometer pro Stunde das Fahren? 50. 50 Kilometer? Ja. Wie viele Tage du fahren hier? Also heute ist Tag 5 und jetzt dann noch Woche bis Hamburg und so. Mein Gott, ey. Und alles dabei. Zelt. Schlafsack, Sprit, Plane, Werkzeug, Ersatzteile. Aber weißt du was? Klamotten. Schöne Mofa. Kamerading. Schöne Mofa, echt. Habe ich restauriert. Ist 1976. Oh, 76er Baujahr. Uralt. Ich habe noch eine, die ist 1960. Und zweite noch. Schöne Mofa, echt. Mach mal Kuchen weg für dich. Mach mal runter. Was? Nein, alle Leute essen zusammen. Nimm du hier, helfen. Die alte Kaffeeraum. Genau, schnell verstecken, nichts für den Chef. Nein, nein, ich finde den alten Kaffeeraum. Jetzt machen wir kurz Mofa an. Piki. Nicht schlecht. Hast du selber einen Mofa? Kannst du Mofa fahren? Ja, aber lange nicht fahren. Aber ganz früher ich zu Hause hat Mofa. Warum so? Ja. Hä? Wegen Getriebe. Ah. Okay.